So, und damit hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Schön, dass ihr wieder da seid. Ich bin's, der Bio, begrüße euch zu einer neuen Folge Time Simulator von Dovetail Games. Wir sind heute auf der RB93174 unterwegs von, willkommen an Bord der Regionalbahn nach Berlin-Gesundbrunn. Die Fahrt beginnt Flughafen Berlin-Brandenburg International. Der Zug hält in Berlin-Südkreuz, Potsdamer Platz, Berlin-Hauptbahnhof und endet in Berlin-Gesundbrunn. Bitte beachten Sie, nicht zu trödeln. Der Fahrplan ist ein Originalfahrplan und recht knapp bemessen. Wir wünschen eine gute Fahrt. Bitte lassen Sie Fahrgäste einsteigen, dann rüsten Sie die Lok auf. Die Höchstgeschwindigkeit des Zugs beträgt 160 km/h. Und ja, das wollen wir tun. Schön, dass ihr wieder da seid. Ich bin's natürlich, ne, der Bio. Und ich merke schon, es ist wieder so klar. So. Das gibt's doch nicht, oder? Nö. Das ist zum Beispiel was, was mich wirklich echt ärgert. Ohne PZB und SIFA leider, Leute. Es tut mir leid, aber irgendwie funktioniert es hier nicht. Das ist schon wieder... ärgert mich. Oder? Funktioniert das? Guck nochmal. Aber es passiert gar nichts in Shift und Enter und... Ja. Aber ich kann den PZB-Schalter drücken. Das ist auch witzig. Naja, gut, muss ohne gehen denn heute. Schade. Das ist zum Beispiel was, was mich an den Train-Simulator von Dovetail Games wirklich massiv stört. Oh, eine S-Bahn. BR481. Ich bin auf dieses Addon gespannt. Wird es ja noch für den Train-Simulator kommen, soll. Ich hoffe denn aber wirklich mit PZB und alles was drum und dran. Nee, was mich wirklich stört an den Train-Simulator von Dovetail Games, es gibt ja halt noch ältere Strecken, es gibt moderne Strecken, ja, manche Loks sind älter, manche Loks sind neuer. Ja, der eine unterstützt PZB, der andere wieder nicht, die eine Strecke unterstützt das wieder nicht und dafür aber die andere Strecke wieder. Das ist bei Zusi komplett anders. Bei Zusi funktioniert einfach, da ist alles standardkonform, ja, also da ist jeder, läuft einfach über die Gleise rüber. Hallo? Das ist auch interessant. Nein, also das funktioniert halt einfach in Zusi deutlich besser, ja, dass du da halt wirklich, da hast du überall bei jeder Lok auf jeder Strecke hast du die ganzen Sicherheitsmaßnahmen, was hier in den Train-Simulator von Dovetail Games nicht ist. Und das finde ich halt wirklich, wirklich, wirklich schade. Ja, also das ist halt, jetzt suchst du diese Strecke aus und dann funktioniert das nicht. Ah, ist das ärgerlich. So, na gut, muss ohne gehen, wie gesagt. Auch die AFB funktioniert nicht. Ey, wie oldschool ist das denn bitte? So, dann raus aus dem Tunnel. Mit 60 dürfen wir weiter. So, nächste halt Berlin-Südkreuz in 2,2 Kilometer. So. Jetzt kommt der gleich. Nee, kommt doch noch nicht. Achso, das funktioniert hier also auch nicht. Interessant. Interessant. Bin schon gewundert. Berlin, Brandenburg, Südkreuz, 2,2 Kilometer. Nee, da kann man es nicht hinhauen. Ja. Ach, Tageslicht.
so. Meine Optik ist er ja schon hübsch. Also das muss man halt wirklich sagen und lassen, ja, mal, um das Ganze mal so zwischen Susi und dem Train Simulator. Hübsch ist er. Also das würde ich auch gar nicht abstreiten. Und ich glaube, da sind wir uns alle einig wahrscheinlich, ja, dass der Train Simulator schon hübsch ist. Aber es fehlt so dieser Standard halt, der fehlt halt. Und gerade wenn du jetzt schon ein bisschen viel mit Susi Zeit verbracht hast und dich ganze mit dieser ganzen Thematik da jetzt mit beschäftigst oder sowas, wäre schon schön, wenn das halt auch jede Strecke, jeder Zug halt einfach schon bietet und nicht nur, ja, einfach ein paar. Das ist natürlich hier äußerst blöd. Ja, dadurch, dass wir natürlich auch keine Sieger drücken müssen oder sowas, ist die Fahrt doch relativ entspannt hier. Ist Ankunft. Und dann sind wir jetzt hier schon hin. 160 halt. Doch, weil es kein TS Pro Zug ist, war es bestimmt. Finde ich immer die Kameraposition immer ziemlich cool, ja? Oh Gott. Ist natürlich irgendwo ein rotes Signal kommt, haben wir ein Bit Problem. Das kann man so schnell nicht mehr abbremsen. Aber bis jetzt haben wir Glück und es ist alles grün. Grün, 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 grün. Das sind alle meine Farben. Ja, wie gesagt, weil ich ja vorhin angesprochen hatte, dass Addon. Also ich hoffe, dass das Ding gut wird. Ich hoffe wirklich, dass das Ding gut wird. Ein richtig schönes S-Bahn-Addon hier in Berlin wäre natürlich traumhaft. Ja. Ich meine, es gibt ja schon ein paar für den Train-Simulator jetzt in anderen Städten. Halt Berlin fehlt halt. Das ist sowieso eigentlich dann, deswegen eigentlich mal ein Grund, Trains nochmal rauszupacken, also Pro-Train Perfect. Und da einfach mal das Berlin-S-Bahn-Addon zu spielen. Da hat ja nun da auch ein paar Strecken dabei, ja, aber es ist halt alles so oldschool, es ist so oldschool. Ich meine, auch wenn man das Ganze halt in 1080p spielen kann oder auch sogar in 4K spielen kann, man merkt es dem Simulator halt an, dass er schon viele, viele Jahre auf dem Buckel hat, ja, und das sieht man dann halt auch. So, 120. Vier Minuspunkte haben wir bekommen.
Ja, noch einen Tick zu schnell. Ach, wir haben nicht mal eine Passagieransicht. Gibt's auch nicht. Aha. Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung. Eieiei, was ist denn jetzt los? Sie war da gar nicht angekündigt, oder? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Toll. Aber natürlich erstmal richtig schön. Oh, warte mal, der kam doch. Oh, kann ich nicht in die Notbremse gehen. Das ist natürlich jetzt ärgerlich. Jetzt haben wir natürlich hier Minuspunkt bekommen. Ich habe dieses Ankündigungszeichen der 80 gar nicht gesehen. Ach Mensch. Fehler? What? Ich weiß nicht. So, kommt Großbären kommt. Ja, Großbärenort, wo wir weiter hingezogen werden. Raus aus Berlin, rein nach Großbären. Bern liegt jetzt hier, wenn es hochkommt, ich war 10 Minuten von mir entfernt. Wäre auf jeden Fall schön gewesen. Wäre schön gewesen. Wenn das geklappt hätte, hätten wir nämlich ein eigenes Häusle. Aber leider hat sich der Vermieter für einen anderen entschieden. Ja. Wären wir offiziell Großbären da gewesen? Hey, keine Ahnung. Also auf jeden Fall, weil das sind zum Beispiel ein Ort gewesen, wo wir hier beide hingezogen werden. Aber es sollte halt nicht sein. Ist vielleicht auch ganz besser so. Ist vielleicht auch ganz besser so. Ist auch fein gedeutscht, weil so verkehrstechnisch oder sowas mal schnell nach Berlin fahren. Fahren zwar Züge und Busse, fahren halt noch, aber
Trotzdem hast du halt, bist du halt eigentlich immer noch auf dem Auto angewiesen, halt immer so. Hast ja alles, du hast ja Einkaufsmöglichkeiten da in Großbären und alles sowas, ne? Also, ich will ja sowieso, also, wir haben uns ja irgendwie mal gesagt, ich und Frau mit Kindern wollen auf jeden Fall wieder raus aus Berlin, ne? Wollen in so ein Dörfchen mit eigenem Haus und sowas. Ich glaube, das ist für ein Kind ist es wahrscheinlich ein absoluter Traum. Und, mal gucken. Eines Tages vielleicht mal klappt das, dass wir eigentlich aus Berlin ausziehen. Und hoffentlich nie wieder nach Berlin gehen. Ich meine, wir wohnen hier eigentlich nicht schlecht, davon abgesehen, ja, 5 Minuten bis zum Brandenburg. Also das ist schon wirklich Rand Berlin nur noch. Das ist schon sehr angenehm, aber trotzdem ist es halt immer noch Berlin. Ja, also. Alle wollen rein, nur wir wollen raus. Ja. So, er sagt ja irgendwas mit 160, ne? Wo wir hier wahrscheinlich deutlich mehr fahren könnten. Nur, dass die Zeit unten deswegen nicht steigt, weil wir uns jetzt hier an die Geschwindigkeit halten. So. Ja, man sieht schon das Heizkraftwerk von Lichterfelde. Hinten diese Türme da mit diesen Aufbauten. Ja, ist schon cool, dass man das alles wiedererkennt. Also ich meine, ich mag dieses Addon. Das Addon ist schon ziemlich cool geworden. Aber es hätte definitiv mal ein Update benötigt, um das halt wirklich mal auf den modernen Standard zu bringen. Ich finde es halt immer schade, du kaufst immer was, kaufst, weißt du, und dann wird es einfach nicht geupdatet. Finde ich mega nicht in Ordnung. So. Das war Telto da gerade, ne? Das. Oder? Ach, nee, das kann gar nicht Telto gewesen sein. Ja, das ist also so am Vorbeifahren erkenne ich es leider noch nicht wieder. Ist aber auch gleich Lichterfelde Ostkom. Da ist es schon. Mit dem Lio-Einkaufszentrum auf der rechten Seite. Ja, das ist halt, das erkennt man halt. Das haben die echt gut gemacht. Bloß der Bahnhof ist falsch. Der sieht so nicht aus in Wahrheit. So von der ganzen Umgebung her und so, das passt das, ja, aber der Bahnhof, der weiß ich nicht, was sie gedacht haben. Der war viel zu modern. Viel zu modern. So. Müsste hier Langwitz sein. Was?
So, Berlin-Südkreuz ist in der Nähe. Und hier ist tatsächlich wirklich 60. Also mit der Beförderungsqualität, das finde ich ein bisschen albern, ja, muss ich mal, tatsächlich mal gestehen. Nächster Halt, Berlin-Südkreuz, Ausstieg in Fahrtrichtung links. So, Berlin-Südkreuz in Fahrtrichtung links. Jetzt geht es sowieso gleich Schlag auf Schlag. Das war natürlich das längste Stück jetzt gewesen, was man hier fahren muss. Ja, natürlich ein bisschen ärgerlich mit diesen Punkten da, die wir jetzt da. Ich muss das Signal echt übersehen haben, wo das angekündigt wurde. Kann man jetzt nicht ändern. War meine Schuld. Kann man nicht ändern. Das wäre auf jeden Fall eine Zwangsbremsung gewesen. So, und dann rollen wir ganz gemütlich in den Bahnhof ein, haben ordentlich Zeit. 17:30 ist Ankunft. Laut Fahrplan, also laut Plan sind wir 17:28, 53 da, haben sogar eine Minute. Die ist schön. Das war die Minute gewesen, die wir da rüber geprescht sind. Ich habe letztens ein Video gesehen bei YouTube. Da war irgendwie die Japaner, die haben echt eine Klatsche. Das muss man auch mal sagen. Wir haben die irgendwas da jetzt so eine. Sieht aus wie so eine automatische Eisenbahn da, also so einen automatischen Zug gebaut. Der fährt 500 km/h. Weißt du, wie diese Kilometer darunter gerissen hat? Das ist unglaublich. So, habe jetzt fast gedacht, wir fahren jetzt zusammen vorbei, ne? Aber da ist noch gepasst. Berlin-Südkreuz. Und das Ikea? Ne, das Ikea sieht man nicht. Ach, falsche Taste. Wieder falsche Taste. Doch, das ist es hier, ne? Ich denke mal, das soll das Ikea darstellen hier. Hier ist Ikea, Leute. Parkhaus Süd, ja, genau. Was haben sie denn hier für Busse hingestellt? Bisschen rund, aber geht in Ordnung. Bahnhof Seestraße, Linie 106. Ja, hier parke ich dann immer, wenn ich dann die Leute mal nach Südkreuz bringe. Aber haben sie schön gemacht, auf jeden Fall. Südkreuz. Und das hier ein bisschen fragwürdig ist. Weiter.
im Text. Berlin-Potsdamer Platz. Ja, hier musste schon weit in die Zukunft gucken. Nehmen wir schon den Potsdamer Platz. Wir bremsen mal schon mal ein bisschen runter. Kein Bock, dass wir daran vorbeischießen. Kündigt aber auch echt nichts an, ne? So, da kam die Ankündigung, die ich gerade ein bisschen vermisst habe hier. Aber ist ja gut. Ist ja alles da. Das 60 galt jetzt gar nicht für hier. Naja, ist wurscht. Wir sind ja nicht dran vorbeigefahren. Noch nicht. So, Türen sind offen. Alles aussteigen bitte. Ja, ist ärgerlich jetzt mit denen. Wie gesagt, also das muss wirklich vergessen worden sein. Also nicht vergessen worden sein, dass ich echt da das Signal übersehen haben muss. Ja. Blöd gelaufen. Nächster Halt, Berlin Hauptbahnhof. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Berlin Hauptbahnhof.
Ich bin hier auch angekommen, wo ich ja aus Köln gekommen bin. War ich das erste Mal hier gewesen im Hauptbahnhof. Aber echt schön modelliert, ja, das muss man mal lassen. Es muss Ewigkeiten dauern, so einen Bahnhof hier zu bauen. Ewigkeiten. So, und auch schon wieder da. Schauen wir mal nach. Oh, abbrechen. Ja. Nächster ist dann schon Gesundbrunn. Also wie gesagt, wenn das Ding hier so S-Bahn-technisch so... Oh. Ich glaube, man hat irgendwie gelesen, das Ganze kommt ja von Train Team Berlin und soll irgendwo ja vielleicht dieses Jahr noch erscheinen. Ich bin mal gespannt, ob das wirklich so ist. Weil an sich, du findest keine richtige Produktseite dazu. Irgendwie... Ich war schon auf der Seite von Train Team Berlin. Ich kenne die Jungs ja auch. Die haben ja damals auch für den Microsoft Train Simulator schon ein bisschen Addons rausgebracht und alles sowas. Deswegen ist mir der Name auch noch so relativ bekannt halt. Aber wenn du halt auf der Website bist von Train Team Berlin, siehst du halt nichts davon, dass da irgendwie mal irgendwas jetzt demnächst mal so ein Produkt erscheint oder sowas. Sondern im Forum liest du denn halt so einzelne Bilder, die bereits aus 2016 oder 2017 stammen. Ja, also... Weiß ich nicht, ob was da jetzt nun dran ist. Ob da irgendwie wirklich was kommt oder ob da gar nichts kommt. Also das ist halt noch ein bisschen... Wenn ihr wirklich handfeste Sachen habt, dann wäre ich euch super dankbar, wenn ihr das mal hier in die Kommentare reinposten könnt. Mal auch mal eine Website irgendwie oder sowas. Also kein Forum, ne? Sondern wirklich mal eine Website, wo man halt mal auch ein paar Produktdetails irgendwie so sieht. Und also ich an sich habe da jetzt nichts gefunden. Wenn, dann finde ich halt immer irgendwelche Sachen jetzt hier zum Beispiel für den ProTrain Perfect oder sowas. Aber an sich so von den Microsoft, also von den Train Simulator von Dovetail Games und dem Addon, Gut, jetzt kommt Gesundbrunnen, eine Endhaltestelle. Ja. Wow, er kündigt einfach 40 an. Das hat sich gerade voll gelohnt, hier hoch zu beschleunigen. Wedding. Nächster Halt, Berlin-Gesundbrunn. Bitte alle aussteigen, dieser Zug endet hier.
Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Next stop, Berlin-Gesundbrunnen. Please leave the train. The train has reached its final destination. Exit to the right. So, Final Destination. Und damit haben wir dann die heutige Aufgabe hier für den Train Simulator von Dofe Games abgeschlossen. Na, mal gucken. Ist natürlich ein bisschen öde, dass wir jetzt hier keine SIFA haben, keine PCB haben, einfach gar nichts haben. Ja. Das ist echt... Finde ich jetzt nicht in Ordnung. Aber nun gut, so sei es. Wir werden uns schon damit auseinandersetzen. So, 43. Ja, komm ein bisschen zu spät rein, aber ist ja Final Destination. Da geht's in Ordnung. Überall, weißt du, waren wir pünktlich in der Zeit, am Endbahnhof kommen wir dann zu spät. Wie verhext. Wirklich. Wie verhext. So, und damit sind wir angekommen. Und ich würde sagen, ich verabschiede mich jetzt hier. Bedanke mich natürlich, dass ihr wieder dabei wart und hoffe, euch hat die Folge trotzdem gefallen, auch wenn sie jetzt nicht spektakulär war. Oh ja, werden wir mal gucken. Das Problem ist, ich habe einfach so unglaublich viele Strecken. Da mal rauszufiltern, welche jetzt wie und so hast nicht gesehen. Das ist immer schwer. Und mal gucken. Und ja, wenn euch die Folge natürlich gefallen hat, lasst ein Like da und sonst sehen wir uns dann praktisch zum nächsten Video wieder. Gut gemacht, der Zug hat Berlin, Grüße und Bonn ohne Fehler erreicht. So läuft das, oder? So läuft das. Ich verabschiede mich, sage danke fürs Zuschauen, ciao, tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss!